Jesus sagt, nicht alles ist, wie es scheint, sucht immer meine Weisheit. 28. Februar 2018, Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann, ich möchte nicht, dass du die geistigen Dynamiken, mit denen du es zu tun hast, ignorierst. Es ist wirklich ein großer Krieg im Gange überall um dich herum. Die Engel sind ziemlich beschäftigt, sich um alles zu kümmern, was dich betrifft, Claire. Ich werde dich in Ehren über diese Herde setzen. Ich habe dich erwählt, um zu führen, und ich werde dich nicht aufgeben. Claire, die Weisheit, mit der ich dich ausstatte, wird zu anderen hinausreichen und sie segnen. Sorge dich nicht, meine Geliebte, sind wir nicht eins? Nun sage ich dir, dass du kämpfen musst, um diese Heilung zu behalten. Die Teufel sind sehr schlau und sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, so erbärmlich es auch ist, um deinen Glauben ins Stolpern zu bringen. Nimm von Anfang an eine klare Haltung ein, wenn du es mit ihnen zu tun hast. Lass ihnen keinen Raum, Kompromisse zu verursachen. Sei beständig und entschlossen. Schenke ihnen keinen Ort für Vorschläge, die lauten, dass er nicht geheilt sei. Ich habe deinen Ruf gehört, meine Geliebte. Ich habe ihn tatsächlich geheilt. Ruhe darin, aber du musst dafür kämpfen. Du wirst auf verschiedene Arten angegriffen, Claire. Es ist, wie du es gesagt hast. Es ist eine heikle Balance, gastfreundlich zu sein und trotzdem treu gegenüber jenen, die ein Wort von mir erwarten. Ich möchte all meinen Herzbewohnern sagen, dass ich euch durch diesen Kanal gerufen und ausgestattet habe, jeden Tag eure eigenen Worte von mir zu bekommen. Und wenn Claire auch abwesend ist, bin ich trotzdem bei euch. Und ich werde nicht scheitern, all jenen zu antworten, die genauso willig sind, auf mich zu warten, wie Claire. Ihr alle habt genau den gleichen Zugriff auf mich wie Claire. Dies ist das Zentrale ihrer Mission gegenüber euch. Dass es niemand geben sollte, der mich nicht klar und deutlich hört und versteht. Ja, es gibt viele Fallen, um meinen Willen erkennen zu können, aber ich habe sie alle in den vergangenen Botschaften und Lehrgängen angesprochen. Das ist meine Art zu sagen, Geliebte, ihr wurdet ausgestattet, mich zu hören, sofern ihr euch anstrengen werdet, mich hören zu können. Was ich aber im Augenblick für euch alle betonen will, ist, dass eine besonders intensive Schlacht im Gange ist, euch eure ganz besonderen Bestimmungen und Aufgaben zu rauben. Der Feind hat einen Generalangriff gestartet, um euch eure Berufungen zu stehlen. Die Ablenkungen und Taktiken werden in vielen verschiedenen Formen auftreten. Und somit gilt, Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Nicht alles, was schlecht scheint, ist schlecht. Und nicht alles, was gut zu sein scheint, ist gut. Alles muss individuell geprüft werden. Dies ist das Herzstück davon, mir treu zu sein und in meinem göttlichen Willen zu leben. Konstante Aufmerksamkeit und ein fortwährendes Prüfen sind vonnöten, um durch diese von Haien verseuchten Gewässer hindurch zu navigieren. Für jene von euch, die Schach spielen, ihr wisst, dass nicht alles so ist, wie es zu sein scheint. Da gibt es konstant versteckte Faktoren bei jedem Ereignis. Und nur wenn ihr mir eure ganze Aufmerksamkeit schenkt, werdet ihr vor den versteckten Auswirkungen und Fallen gewarnt werden. Ich habe mich jedem von euch mit viel Fürsorge angenommen,
Ich habe euch Empfindsamkeit beigebracht, sollte Gefahr in der Luft liegen. Ich habe euch ebenfalls gelehrt, die Zeiten und Bewegungen meines Herzens zu deuten, die kleinen Details zu beachten und trotzdem das Gesamtbild nicht aus den Augen zu verlieren. Denn euer Feind weiß ganz genau, wie er sein Spiel mit euren Schwächen treiben kann. Dies ist aber auch eine neue Jahreszeit, eine Zeit mit neuen Taktiken, die ihr noch nie zuvor in eurem Leben gesehen habt. Während ihr immer mehr eingestimmt werdet auf die Bewegungen des Feindes, trainiert der Gegner sie mit neuen Wegen, euch besiegen zu können. Deshalb müsst ihr immer auf der Hut sein, indem ihr von jedem einzelnen Ereignis die Plus- und Minuspunkte prüft, durch und durch. Claire, wenn du Risse erkennst an den Rändern, jene Dinge, die sich in deinem Geist nicht richtig anfühlen, dann sei aufmerksam und mache dir Notizen. Die Teufel können ihre Spuren nicht komplett verwischen. Sie sind dazu verdammt, einen Fehler zu begehen. Und wenn ich deine Aufmerksamkeit auf etwas lenke, gibt es einen guten Grund dafür. Merke es dir. Bezweifle deine Beobachtung nicht und vergiss sie auch nicht einfach aus Nächstenliebe. Schreibe es auf und warte auf weitere Offenbarungen von mir. Du weißt, wovon ich spreche, oder? Ja, Herr, ich glaube schon. Nun, dann merke es dir und sei aufmerksam. Richte keine Person, richte das Verhalten. Und dies wird dir einen großen Einblick gewähren, ohne einer Seele Gewalt anzutun. Ich habe euch allen beigebracht, richtet nicht die Motive einer Person, aber sucht nach Früchten, genauso wie nach Resultaten und in welche Richtung sie ziehen. Führt diese Tat zu Selbstlosigkeit und in einen Dienst oder führt es zu Egoismus und Chaos? Meine Kinder, ihr könnt so viel erkennen, wenn ihr die Entscheidungen, die andere treffen, beobachtet. Entscheiden sie sich für mein Wohl oder für ihr eigenes? Sind sie fokussiert oder irren sie umher? Nicht alles ist, wie es an der Oberfläche zu sein scheint. Und zu jenen, die diese Methode verspotten, zu euch möchte ich sagen, seid auf der Hut, damit ihr nicht durch Mutmaßung fällt und dabei denkt, dass ihr wisst, wenn ihr in Wirklichkeit gar nichts wisst. Da gibt es so viel zu lernen über andere Menschen und Ereignisse und Besonnenheit und Nächstenliebe stehen ganz oben auf der richtigen Prüfliste. Sucht mich bei allen Dingen und verlasst euch nicht auf euer eigenes Verständnis. Ich liebe euch, meine Bräute. Ich werde euch zur Reife bringen. Wandelt demütig und vorsichtig durch die vor euch liegenden Tage. Klammert euch an mich und sucht immer meine Weisheit.